Kann man jetzt da rein, oder? Ich bin heute gar nicht in der Werkstatt. Schaut mal, wo ich bin. Ist leider nicht meine eigene Halle. Wir sind heute bei Absaugprofi. Und da werde ich heute mal ein paar Rohrbauteile abholen, denn ich werde ja meine Absaugvorrohrung noch ein bisschen erweitern. Das kommt dann nämlich bald in einem Video. Und die beiden werde ich heute mal besuchen. Einmal den Sven und einmal den Markus. Und die werden wir einmal heute so ein bisschen zeigen, was sie halt eben hier in ihren Lagerstätten halt eben stehen haben. Und ich denke, das wird super interessant. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Und da sind sie ja, die beiden. Das ist einmal der Sven und das ist einmal der Markus. Ich bin heute das Kamerakind, ne? Ja, viele mehr sie. So, Sven, komm, ja, jetzt machen wir noch einmal einen offiziellen Start für das Video. Herzlich willkommen in Euskirchen bei den Absaugprofis. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Danke, dass ich vorbeikommen darf. Sehr gerne. Und genau, erzähl mal, wer bist du? Wer seid ihr? Was macht ihr? Was habt ihr? Was könnt ihr? Ja, wir sind die Absaugprofis, beziehungsweise absaugprofi.de. Mhm. Der Firmenname lautet D&M Absaugtechnik GmbH. Ursprünglich hatte ich mal einen Geschäftspartner mit dabei, meinen ehemaligen Ausbilder. Ja. Das hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass das nicht funktioniert hat und wir geschäftlich doch nicht zusammenpassen. Und haben uns dann relativ schnell im Guten voneinander getrennt. Wir arbeiten heute noch zusammen, sind aber im Prinzip geschäftlich voneinander getrennt aktiv. Gut. Arbeiten aber noch in vielen Bereichen zusammen, ja. Unterstützen uns noch hin und wieder mal und ja, haben uns vollends auf das Thema Absaugtechnik spezialisiert. Ja. Für Privatkunden oder derzeit nur Gewerbekunden? Weil da hast du ja was gesagt, dass da was Neues kommt, in irgendeinem Sortiment quasi. Richtig, der Ursprungsgedanke der Firma war eigentlich mal ein reiner Online-Shop für Zubehörbedarf der Absaugtechnik, sprich Rohre und Formteile sowie Absaugschläuche, Filtermaterial etc. pp. Alles um die eigentlichen Anlagen drumherum vom Prinzip her. Der anfängliche Ursprungsgedanke war halt, wie gesagt, der Shop und dann halt auch die Bedienung von Profikunden, sprich gewerblichen Kunden, aber auch Privatkunden, was dann sich nachher mit der Zeit aber halt umgeswitcht hat, dass wir zum Anlagenbauer geworden sind, mehr oder weniger, und auch hauptsächlich eigentlich zu 99,9% gewerbliche Kunden bedienen mit kompletten Anlagen, sprich wir verwöhnen den Kunden von A bis Z, der hat dass da einmal das Komplettpaket genau, bekommt, einen Partner mit uns, ja. Der sich um alles kümmert, der muss sich um nichts kümmern, außer die Rechnung zu bezahlen, den Rest machen im besten wir. Fall, ne? Genau. Aber das, also, das verstehe ich richtig, das Absauggeschäft quasi für den Endprivatkunden, das wollte erst nochmal so ein bisschen parallel genau. fahren, dass halt eben das auch übersichtlicher dann für den Endkunden angezeigt wird. Genau. Weil ich habe ja auch in den Videos, wo ich das euch gezeigt habe, habe ich ja alles genau gezeigt, was man braucht, weil ich es vorher auch nicht gewusst habe. Und das wollte halt einfach auf der Webseite, auf der neuen Webseite, genau. dann ein bisschen übersichtlicher dann gestalten. Wir werden dafür einen extra Shop gestalten, in Abstimmung mit dir und anderen Partnern von uns, um das dann halt speziell auf die Bedürfnisse des Endkunden anzupassen, sodass im Prinzip nachher keine Fragen offen sind. Erklärvideos, Tutorials, ja. Hinweise, dass im Prinzip nachher keine Fragen offen sind und jeder sich gut aufgehoben fühlt. Und er das angeboten kriegt, was er halt braucht für seine Werkstatt daheim. Ich glaube, wir gehen am besten mal in die andere Halle. Weil natürlich müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, was wir alles filmen. Weil man will ja nicht alles zeigen, aber wir werden uns jetzt mal das anschauen, was ich bestellt habe. Dann sieht ihr mal nochmal so ein paar Rohrbauteile und wie das halt eben bei euch dann kommissioniert wird. Das ist aber in der anderen Halle, denn hier werden wir gleich nochmal reinschauen. Da stehen nämlich noch ein paar ganz tolle Maschinen. Maschinen haben nicht immer ein Problem, ne? Die sind zwar nicht grün, ne, grüne Maschinen, also wenn die grün wäre, das wäre natürlich dann so der wie sagt man, die Kirsche, die Sahnekirsche auf der Torte. Keine Ahnung. Wir können dir noch einen Pinsel holen, ein bisschen haben. Ja, ne? Eine Dose haben wir bestimmt noch irgendwo. Besser nicht, am Schluss machen wir das noch. Also gehen wir mal in die andere Halle. Dieser Käfig-Spezialist. Hier haben wir deine Kiste vorbereitet. Ja. Fangen wir an mit deinen antistatischen, schwer entflammbaren PU-Schläuchen. Ich habe auch eben gelernt, ich habe die Schläuche, glaube ich, teilweise falsch rummontiert, weil eben, man kann ja mal. Wir haben hier eine Laufrichtung auf den Schläuchen. Und da habe ich nicht so genau drauf geachtet. Ich weiß zwar, dass man die erden muss, dass man hier den Draht quasi ein bisschen abisoliert und den dann rumbördelt, damit man das über die Metallverrohrung erdet. Aber hier, der Markus hat es mal eben ganz gut gezeigt, hier, die werden als solche einzelne Schlaufen, werden die quasi breit verbunden. Und das hier müsste die Kante sein, oder? Ja. Und die macht, die mindert so einfach ein bisschen die Saugleistung dann, ne? Kurz abgebunden. Ganz genau.
Wieder was dazugelernt. Was haben wir da noch Schönes hier? Weil im Prinzip habt ihr alles. Hier haben wir im Prinzip halt den klassischen Handschieber, welcher immer benutzt werden sollte. Mhm. Wie man bei dir auch öfters schon in den Videos gesehen hat, ja, benutzt genau. Man sie auch manchmal nicht, was dann zu einem Abfall der Saugleistung führt. Aber dann spätestens macht man ihn dann doch wieder zu. Ja. Das heißt, nach jedem Ein- und Ausschalten von der Maschine sollte man immer den Schieber betätigen und auch benutzen. Ja. Hier haben wir... Da kann ich was dazu sagen, weil welches für was diese Teile hier sind. Gibt's doch mal gerade her. Das ist nämlich ein bisschen special. Ich habe ja den Langbandschleifer und die Absaugung ist nicht so stark, dass ihr den Langbandschleifer separat absaugen kann. Deswegen haben wir solche Schlauchfilter, dass der Ventilator in der Langbandschleifmaschine, dass der quasi einmal zieht. Genau. Und dafür sind die ganzen Reduzierungen, ne? Weil ganz ich habe hier keine Anlage, die so groß ist. Richtig. Dass die einfach nur über 90 Grad, da müsste noch, ja hier der ganz große. Das ist halt schon eine Trümmerhaufe, ne? Genau. Dass der quasi hier dann auf deinen Schlauchanschluss geht und man dann quasi in den Filtersack bläst, der separat ist. Ganz genau. Genau, dafür war der fungiert quasi als Unterstützungsventilator zu deiner Absaugung, um halt im Prinzip die Luftleistung zu erzeugen, die du brauchst. Was sind denn die größten Durchmesser, die ihr an Rohre bei euch habt? Die man noch tragen kann, sagen wir mal so. Die man noch tragen kann. Also die größte Installation, welche wir selber gemacht haben, war Durchmesser 800. Das ist schon wirklich das hier ist groß, 200, das ist 180. 180. Da braucht man dann schon viele Hände, um das auch darüber zu installieren. In Schreinereien reden wir aber oft von kleinen Anlagen, 160 mm, bei 200 mm, ja. 300, 350 mm. Das sind so die gängigen. Vielleicht das erste Rohrteil von einer ganz großen Anlage irgendwann mal in Jahren. Genau. Hier hast du dann im Prinzip noch den Maschinenanschluss. Ja. Für deinen Langbandschleifer. Genau, ja. Um halt im Prinzip dann nachher den Beginn zu haben. Wir arbeiten immer mit einer Bördelkante. Ja. Und unser Rohrsystem. Komm, da kann man ja mal drin. Genau, wir können mal einen Spannring dazu nehmen, aber das ist die falsche Größe. Ja. Hier. Der sollte passen. Also das Rohrsystem basiert immer auf der Bördelkante. Das bedeutet, deine Maschine, die Langbandschleifmaschine, hat erstmal einen nackten Stutzen. Zum Beispiel 10 cm lang. Und der Maschinenstutzen hier. Hat auch 10 cm. Mhm. Dann stülpst du den im Prinzip drüber. Ja. Dadurch siehst du hier nochmal die Kerbe, um das im Prinzip nochmal zu vergrößern. Und dann hast du im Prinzip den Anschluss der Bördelkante. Und dann kannst du wieder mit unserem Spannring, die du ja schon kennst, wo du schon fleißig Dicht-Kit rein. Da muss ich kurz was dazu sagen. Habt ihr mal, Markus, du kannst ja auch mal was hinter der Kamera sagen. Haben ihr mal gebrauchte, so richtig, die mit Flachschlitzschraube, haben ihr mal gebrauchte Spannringe noch verbaut? Also ich kann dir sagen, die anfänglichen Baustellen habe ich gemacht mit Werkzeug aus dem Aldi, von eBay und mit gebrauchten Rohrbauteilen hantiert. Und wenn du zu wenig Spannringe neu mit hattest, musstest du halt die gebrauchten wieder nehmen. Ja. Und dann konntest du erstmal schön mit dem Schraubenzieher. Katastrophe, ne? Ich habe so lange an meine gebrauchten, weil ich habe mal gedacht, ja, das ist alles kein Problem, ein bisschen mit dem Schraubenzieher. Ja, ja. Da habe ich ja dann der Zuschauer gesagt, mach das nicht, kauf neue. Was kosten so eine einfache, so eine Schelle mit Dichtung, wo man da nichts mehr reindrücken muss? Die fangen an bei 2,50 Euro und gehen hoch bis 5, 6 Euro, je nach Durchmesser. Es ist aber so, die meisten Leute vergessen halt auch immer ihre eigene Zeit zu rechnen und dass du in der Zeit was Besseres machen kannst. Jeder fängt halt mal klein an oder ich bin halt auch kein Freund davon, alles wegzuschmeißen. Also, aber sinnvoll ist es rein kostentechnisch gesehen nicht, aber der Nachhaltigkeit halber finde ich es halt gut, aber das ist dann jedem nachher selber überlassen. Wenn wir auf Baustellen sind, muss ich leider gestehen, müssen wir neue verwenden, weil das halt auch für unsere Kunden kalkulatorisch nicht darstellbar ist und wirtschaftlich dann halt eine Katastrophe ist. Und deswegen arbeiten wir dann immer mit neuen Schellen. Und wie gesagt, aber am Anfang haben wir es gezwungenermaßen auch gemacht. Ja. Sind wir halt auch mit abgezählten Bauteilen zur Baustelle gefahren. Birgt aber weitere Nachteile, wenn du mal halt eine Schelle hast und die zu fest anziehst. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Du hast hier aber zwei Punktstellen. Ja, die sind auseinandergegangen, weil ich auf fünf Stück nicht nochmal neu. Genau. Absolute Katastrophe. Und wenn du halt zu feste nachher die Schelle schließt und jemand dann nicht sauber gearbeitet hat oder du halt eine Materialermüdung hast oder, ist die Schelle halt hinüber. Das ist eine Schweinegeile. Das hatte ich noch in keinem Video gesehen. Ich habe es mal damals selbst gebaut, aber das ist
lange, lange Jahre her tatsächlich. Das ist ein Bodenkehrloch, ne? Bodenabsaugkasten. Bodenabsaugkasten. Das ist so genial, weil bei den Drechselkursen speziell entstehen so viele Späne, da kann man die einfach reinkehren und es ist wirklich genial, ne? Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, wie so eure Lagerhalle aussieht, ne? Also es sind wirklich super viele Teile, das ist so abgefahren. Wie viele habt ihr eine Anzahl an, wie viele Teile hier drin liegen? Tausende. Tausende? Also. Noch nicht nachgezählt? Selten. Ich würde sagen, sollen wir dann rüber in die andere Halle gehen, dann schauen wir uns noch die Maschinen an. Gerne. Jetzt sind wir wieder in der ersten Halle. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch meistens bei mir in der Werkstatt, also ich mache das hier auch nicht so oft, deswegen verzeiht uns bitte, wenn es den einen oder anderen etwas abrupteren Schnitt gibt. Aber jetzt sind wir wieder in der ersten Halle und jetzt schauen wir uns noch ein paar Maschinen an. Sven, was ist denn das? Hier haben wir unseren Entstauber Ridex DM160. Ja. Das ist eine Reinluftabsauganlage. Als Beispiel die Absaugung, die man aus seiner Werkstatt kennt, ist eine Rohluftabsaugung. Mhm. Der grundlegende Unterschied ist die Anordnung des Ventilators, was dann nachher auch den Effekt hat, wie effektiv ein Ventilator ist. Weil hier kommen ja keine Späne in Berührung mit dem Ventilator, ganz genau, wie bei mir. Und deswegen bleibt die auch, wenn die absaugt, bleibt die dann leiser, oder? Weil bei mir merke ich immer, wenn ich viele Späne einsauge, dann wird die halt lauter, weil ja die ganzen Späne ans Ventilatorblatt fliegen. Genau, das hast du bei dieser Anlage alles nicht. Hier hast du noch einen schallisolierten Bereich, wo der Motor mit dem der Ventilator mit dem Motor drin sitzt. Und ja, die saubere Luft kommt dann hier oben wieder raus und bleibt direkt in der Werkstatt drin, sodass du die Luft nicht, sage ich mal, absaugst, sondern rezirkuliert. Das heißt, diese Luft musst du auch nicht wieder erwärmen. Hat die eine Löschanlage? Die hat keine Löschanlage. Es gibt optional, gibt es eine Löschanlage? Also für die Leute, bei solchen Absauganlagen gibt es bei gewissen Größen, bei gewissen Ausführungen, gibt es oben wirklich dann einen Wasseranschluss, dass wenn es brennt, dass die Späne gelöscht werden. Das ist dann die Löschanlage. Es gibt verschiedene Löschanlagen, Pulverlöschanlage, ja, Wasseranschluss oder auch Sauerstoffentzug. Diese Anlage hat vorschriftsgemäß keine. Mhm. Ab einem 250er Gerät ist das Vorschrift, das hat was mit dem Volumen in der Maschine zu tun, ja, ab welchen Größen du das brauchst und nicht. Die Anlage braucht es nicht, deswegen ist es standardmäßig auch nicht drin. Ja. Bei einer von 100 Anlagen bestellt mit jemand mal einen Feuerlöscher mit dabei, ja, sprich Pulverlöschen dann. Die Anlage hier hat Filterschläuche. Ja. Das zeichnet diese Anlage auch aus anhand der Filterqualität und auch Filterstufe. Beziehungsweise bei anderen Geräten, die arbeiten oft mit Kassettenfiltern oder, welche aber zum Beispiel nicht unbedingt für feine Stäube geeignet sind. MDF-Staub oder auch andere Sachen, Gips etc. pp. Was ich ja abgefahren fand, wir haben uns ja eben schon ein bisschen über die Maschine unterhalten, die hat 3 kW und ich finde, also die zieht mir, ich glaube, am besten machen. Welche was? Mach die Maschine mal an. Gerne. Das ist so abgefahren, die ist so leise. Vor allem, wir stehen jetzt in einer riesigen Halle. Ich komme mal ein bisschen zur Kamera, dass man mich noch versteht. Aber die ist schon extrem leise. Und die zieht extrem, extrem gut aus. Und Sven, mach doch mal aus, weil jetzt kommt der, wie sagt der Fachmann? Nicht der Vibrator, ne? Abreinigung. Die Abreinigung funktioniert über den Unwuchtmotor. Ja. Und erzeugt an 4 Punkten in dem Lochblech, oben wo die Filterschläuche eingehangen sind, an 4 Punkten eine Vibration. Die Vibration geht von oben nach unten über die Schläuche und das Gehäuse nach unten und reinigt dadurch die Filterschläuche ab. Jetzt ist sie wieder leise. Also die Vibration, kann man sagen, ist lauter als die Maschine bei der Absaugung. Das ist korrekt. Und hier unten haben wir eine Spänetonne mit einem Fassungsvermögen von 160 Liter, die du ganz einfach entnehmen kannst. Das ist halt geil, ne? Und durch den Anschluss auf der Rückseite wird über einen Unterdruck der Sack im Prinzip unten gehalten. Ah, das kenne ich. Das Weil sonst würde der sich ja nach oben ziehen. Ja, machen wir nochmal die Maschine an. Markus, komm du mal zu mir, dass man mal sieht, was so abgeht. Das Problem ist ja immer, man macht in einem Video so, wie jeder andere auch, aber man merkt, was da dahinter steckt. Vielleicht können wir ja die Knöpfe jetzt abgezogen. Dann wird man mal merken, was dahinter steckt. Mach mal an, der Gerät. Ich glaube, am besten gehen wir mal zur nächsten Maschine, weil sonst vertiefen wir uns zu sehr. Ne? Genau. Der Markus lacht schon hinter der Kamera. Hier haben wir dann im Prinzip unsere kleine, aber feine Lackierecke. Ja.
Wir arbeiten generell bei unseren Trockenspritzwänden mit einer Doppelfiltration. Sprich, wie man hier sieht, haben wir die klassische Paintstop-Filtermatte. Da versteckt sich der Azubi dann in der Sonne. Und die Papierfilter innenliegend, ganz genau. Wenn er sich nicht benommen hat, ja. Kommt er dann dahinter. Aber durch die Doppelfiltration kriegt er nicht mehr gerade viel Staub ab. Man kann vielleicht dazu sagen, weil ich habe es in der Schreinerei beim lieben Matthias, vielleicht sieht das ja auch mal gesehen, das ist eine Filteranlage, das ist nicht ein abgeschlossener Raum, oder? Man gibt es auch, dass es hier so Seitenwände gibt, dass das Ganze quasi geleitet wird. Ist das so eine Filterwand? Ganz genau, das ist optional erhältlich. Ja, weil da braucht man nicht einen separaten Raum, weil das ist halt geil, weil viele Schreinereien hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Handelt so den Platz für eine separate Halle. Ganz genau. Und diese Trockenspritzwände haben einen ex-geschützten Motor für die Klassifizierung, die notwendig ist. Ex-geschützt bedeutet, dass die Stäube, die durchgezogen werden, dass die von dem Motor nicht quasi zur Explosion gebracht werden können, wenn das Gemisch dann passend ist. Ganz genau. Für das Gemisch ist das der abgestimmte Motor dann im Prinzip. Da gibt es verschiedene Klassifizierungen und für die Lackiertätigkeiten ist das der richtige Motor. Hier bei den beiden Wänden sitzt der Motor oben drauf. Das gibt es aber auch optional innenliegend. Ja. Für Kunden, die nicht die Raumhöhe haben. Ne? Genau, hier bei der kleinen Anlage sieht man das. Da ist das so. Ach, das ist die kleine Anlage. Genau. Die hat einen innenliegenden Ventilator. Der Anschluss ist jetzt nach oben raus. Der wäre aber auch alternativ nach hinten raus. Geht es auch seitlich? Nein. Letztendlich bestimmt immer die Werkstückgröße, die Größe der Wand. Das heißt, ein Tisch, der 2 Meter breit ist, ist hier die zu klein zum Beispiel. Ganz genau. Wenn man viele Schrankteile lackiert, ja. Dann... Oder halt mit entsprechender Seitenwand vielleicht, dass man es leiten kann. Ganz genau. Wobei die Seitenwand jetzt nicht immer den gewünschten Effekt hat, den man tatsächlich haben möchte. Mhm. Also hin und wieder, also wir empfehlen es den Kunden eigentlich nicht, sondern eher eine Wand mit einer stärkeren Leistung dann halt auch. Letzten Endes ist es nur ein Behelf. Ja. Also es ersetzt trotzdem keine richtige Lackierkabine, die quasi ganz abgeschlossen genau. ist. Gerade auch der Feinstaub, der an der Werkstatt sich hier ansammelt bei einem Hochglanzlack, das ist dann bei so einer Anlage immer noch problematisch, weil die Werkstatt ist ja ganz dann trotzdem genau. staubig. Man sollte immer gucken, dass man sich nicht den Dreck aus der Werkstatt mit in den Lackierbereich zieht. Ja. Das sollte man schon voneinander trennen. Und die Luft hier wird einfach nur rausgeführt. Wir haben natürlich auch vollautomatische Systeme im Angebot, wo du mit einer Zuluft, mit einem Kreuzstromwärmetauscher, Erhitzung etc. pp. Da kann man in alle Richtungen denken, das machen wir auch. Jedoch ist es für viele, die einfach nur hin und wieder mal was lackieren, ausreichend, die Luft einfach nach außen zu führen. Und diese Luft muss natürlich wieder erhitzt werden. Wenn ich den ganzen Tag lackieren würde, dann macht natürlich eine andere Anlage Sinn, wo ich die Luft, die ich wieder rausführe, die schon erwärmt ist, auch wieder nutzen kann, um die nachströmende Luft wieder zu erhitzen. Mhm. Oder die ich dann automatisch zuführe. Aber in den meisten Fällen für Gelegenheitslackierarbeiten sind das genau die richtigen Wände. Kommen wir zu deinen Schätzchen, den Brikettierpressen. Da hast du ja selber schon viel Erfahrung mit, durch deine Eigenbauten. Was wiegt denn so eine Presse hier? Weil die sieht ja echt schon aus wie Panzer hier vorne. Das ist die Karton. Die wiegt um die 700 Kilogramm. Pressen tun wir heute nichts. Aber ihr habt Pressen, ne? Du hast ja nichts mitgebracht zum Pressen. Nee, das wird sonst den Rahmen ein bisschen übersteigen. Aber hier haben wir unsere zwei Standardmodelle. Ja. Einmal ein 50 mm Brikett, auf der anderen Seite das 60 mm Brikett. Ja. Grundlegender Unterschied der beiden Anlagen ist die Pressleistung dann nachher auch. Also wie viel Gewicht die quasi in der Stunde verpressen kann, was als Brikett dann rauskommt. Wobei das immer basierend auf einem Schüttgewicht von 200 Kilogramm ist. Klar, von dem jeweiligen Material. Ganz genau. Und dann unterscheidet sich das. Bei der kleineren Variante mit 50 mm liegen wir bei 30 bis 60 Kilogramm pro Stunde, abhängig vom Material. Bei der nächstgrößeren Variante bei 60 mm liegen wir bei 35 bis 80 Kilogramm pro Stunde. Mhm. Wobei die kleinere sich auch deutlich besser für Stäube, Plattenmaterial und so weiter eignet. Und die nächstgrößere besser für Massivholz eigentlich ist. Die kann man bei euch ausprobieren, wenn ganz man sich genau. so eine holen will. Weil ich denke, ihr könnt uns gerne euer Probematerial rüber schicken und dann machen wir im Prinzip einen Test und können euch sagen, wie viel pro Stunde mit eurem Material gepresst werden kann. Beide haben einen Motor von 5,5 kW. Ja. basierend und die restliche Peripherie unterscheidet sich dann halt entsprechend dem Durchmesser und der Durchsatzleistung. Und diese Anlagen laufen dann im Prinzip vollautomatisch über einen Füllstandsmelder. Sobald der erreicht wird, läuft die Anlage, läuft leer und sobald wieder der Füllstand erreicht ist, wird wieder nachgepresst. Ja. Das heißt, im besten Fall, wenn das Video hier online geht, könnt ihr mal unten in die Beschreibung schauen. Ich habe die Webseite von euch ja noch nicht gesehen. Lasst dem Sven und dem Markus hinter der Kamera doch ein bisschen Feedback gerne da. Wie gesagt,
primär für Absaugrohrbauteile, auch gerade zum Heimwerkerbereich. Das war ja eure Idee, dass ihr halt eben genau da den Markt mit Rohrbauteilen übersichtlich quasi dann halt eben bedienen könnt. Weil ich selbst musste auch ein bisschen schauen, dass ich alles rausfinde. Und da ist halt auf eurer Webseite jetzt ein bisschen was. Sobald wir die neue Webseite dann auch veröffentlichen, wirst du mit als erstes informiert. Da muss ich mal reinschauen, ne? Und ich rauskomme gerade ein bisschen bei. Der ist ein bisschen groß, oder? Kannst du nicht mehr viel reintun, ne? Hier findet ihr zwei weitere Videos. Lasst uns einen Daumen hoch da. Wir freuen uns. Hört schon gut an. Guti, hier, Sven, vielen Dank für den Besuch. Mach's gut. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte, ne? Danke, dass du hier sein konntest. Dankeschön. Merci.